Kampf für den Islamischen Staat als Lifestyle. Mit hochglanzproduzierten Videos macht die Terrormiliz IS Propaganda. Auf was wartet ihr denn noch? Eine magische Anziehungskraft hat der IS auf Fanatiker aus aller Welt. Auch junge Männer und Frauen aus Europa sind bereit zu kämpfen, zu schießen und zu töten. Zu Hunderten ziehen sie in den Krieg gegen die Ungläubigen, nach Syrien und in den Irak, und sie kommen zurück. Nach Belgien zum Beispiel, in die Hochburgen wie Molenbeek, wo am Samstag drei Männer festgenommen wurden, die an den Anschlägen in Paris beteiligt gewesen sein sollen. Oder nach Verviers, wo im Januar ein Antiterroreinsatz ein Attentat verhinderte. Zwei heimgekehrte Syrienkämpfer wurden dabei getötet. Die Polizei hat auf insgesamt etwa 450 belgische Islamisten, die in Syrien gekämpft haben, ein Auge. Auch in Großbritannien befürchten die Behörden, dass in der Salafisten-Szene tickende Zeitbomben darauf warten, zuzuschlagen. Aufgehetzt durch Hassprediger wie Anjem Choudhary. Wir haben die Scharia verwirklicht. Das Kalifat ist ausgerufen. Wir haben so lange unter nicht-islamischen Gesetzen gelebt. Wir haben so lange unter der Tyrannei von Demokratie und Freiheit gelebt. Endlich haben wir einen Ort, in dem die Souveränität Gott gehört. Ein vermummter Henker, der offenbar aus London kommt. Dass junge Briten durch solche Bilder zu IS-Fanatikern werden, will die Regierung mit einem Aktionsplan verhindern. Unsere Landsleute müssen wissen, das ist eine fanatische Organisation, die nicht nur britische Geiseln ermordet hat. Sie plant Angriffe in Europa und in unserem Land. In den Niederlanden leben derzeit etwa 30 Rückkehrer. In Schweden gehen die Geheimdienste von 40 aus. Und nach Österreich sind etwa 60 Dschihad-Kämpfer zurückgekehrt. Aber auch in den IS-Kampfgebieten geborene Terroristen reisen nach Europa ein. Laut den Sicherheitsbehörden vor allem über zwei Routen. Die eine führt aus Syrien oder dem Irak über die Türkei und Griechenland Richtung Deutschland und Europa. Ein Weg, den auch viele Flüchtlinge nehmen. Eine zweite Route, die über Bulgarien. Hier sollen Terroristen auch relativ einfach an gefälschte Papiere und an Waffen kommen. In Deutschland werden etwa 1000 Personen dem islamistisch-terroristischen Spektrum zugeordnet. Etwa einem Viertel von ihnen wird auch ein Terrorakt zugetraut. Wir sind bereit, für unsere Religion zu leben und zu sterben. Gott will! Die deutschen Sicherheitsbehörden sind nicht sehr gut aufgestellt für den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, bei weitem nicht so gut wie die Franzosen. Und das muss uns Sorgen machen. Neben der Arbeit der Sicherheitsbehörden hierzulande gilt es aber auch, die Attraktivität der Fanatiker zu brechen, damit Europa nicht zum Schlachtfeld wird.